Hallo und willkommen, wunderschöner Tag wieder einmal in Bangkok, Thailand. Ich heiße Mario, ihr schaut hier Mailand, Thailand und im heutigen Video geht es um den thailändischen Reisepass. Nicht nur den thailändischen Reisepass, nein, eigentlich möchte ich jetzt über die thailändische Staatsbürgerschaft sprechen. Ich mache das Video einerseits, weil ich zwei oder drei Anfragen hatte in den letzten paar Monaten über die thailändische Staatsbürgerschaft. Kann man als Ausländer Thailänder werden? Das ist die Frage, die heute in diesem Video geklärt wird. Und dann noch etwas, was ich gerade am Wochenende erlebt habe, nämlich war ich in Cham und habe dort auch, also ich war mit meiner Frau essen und habe dann dort am Nachbartisch drei westliche Ausländer getroffen. Die haben dort über die thailändische Staatsbürgerschaft gesprochen und wie vielfach in den Bars oder halt einfach in den Restaurants, es wird einfach Haufen Müll erzählt, Unwissenheiten verbreitet und ja, ich habe mich dann dort nicht eingemischt, ich habe einfach zugehört, aber gemäß den drei Männern, die dort diskutiert haben, ist es unmöglich, als Ausländer thailändischer Staatsbürger zu werden und ja, ich habe dann am Schluss irgendwann gedacht, ja gut, ist eigentlich gerade ein guter Anlass, um mal ein Video über das zu machen. Und genau das ist das heutige Video, nämlich kann man als Ausländer die thailändische Staatsbürgerschaft erhalten. Und ich muss dazu sagen, ich habe es auch lange nicht hundertprozentig gewusst und ich habe auch lange immer an diesem Restaurant- und Bargeplappere zugehört und habe auch immer gedacht, das ist nicht möglich oder wirklich nur in ganz, ganz seltenen Fällen möglich. Aber ich habe dann jetzt recherchiert, hatte auch das Glück, dass ich noch jemanden zitieren darf, der das ganze Prozedere durchlaufen hat und heute die thailändische Staatsbürgerschaft hat, ein Ausländer. Und genau von dem werde ich auch noch etwas erzählen hier in diesem Video. Und wenn man dann eben halt recherchiert, und das habe ich, seit ich meinen Kanal hier habe auf YouTube, habe ich das jetzt auch vielfach festgestellt, nicht nur durchs Recherchieren, sondern ich lebe es auch vor. Ihr werdet dann das Ganze auch sehen, wenn es um Landpachten geht, dass auch dort viel Geplapper im Netz rumgeht, aber wie es wirklich funktioniert und dass eben nicht alles so schlecht ist, wie wir alle sagen, das werdet ihr dann alles eins zu eins miterleben. Okay, heute in diesem Video thailändische Staatsbürgerschaft. Kann man sie als Ausländer erwerben? Ja, man kann. Was muss man dafür tun? Ich habe es mir aufgeschrieben, es ist nicht ganz wenig. Darum schauen wir uns das gerade mal gemeinsam an. Und übrigens, ich bin hier im Fahrzeug, wie immer. Das ist ein bisschen mein Markenzeichen. Meine Frau lenkt das Fahrzeug. Es ist spiegelverkehrt. Also ich habe ganz ein normales Fahrzeug, das rechts gelenkt ist, wie es in Thailand gehört. Das ist nur wegen dem Selfie-Modus spiegelverkehrt. Also keine Panik, ich filme mich hier nicht wegen dem Fahren. Während dem Fahren. Deutsch, schwere Sprache. Gut, okay, was braucht man, um die thailändische Staatsbürgerschaft zu erlangen? Einerseits muss man 5 Jahre am Stück in Thailand gelebt haben. Und mit 5 Jahre am Stück, das heißt wirklich 5 Jahre am Stück, also mit einem Multiple Entry Visa, wo man immer ein- und rausreisen kann, ist es nicht möglich. Man braucht ein Visum, das man in Europa beanträgt und nachher nach Thailand einreist und dann immer die Jahresverlängerung macht. Also eigentlich dann immer ein Jahr mit dem sogenannten Jahresvisum, also es ist eigentlich eine Verlängerung, in Thailand bleibt. Und zwar 5 Jahre am Stück für sämtliche Visakategorien, mehr oder weniger. Außer für Verheiratete, das hat geändert, diese Regelung besteht noch nicht lange, für Verheiratete sind es 3 Jahre am Stück, wo man in Thailand sein bzw. leben muss. Eine Voraussetzung. Dann, man muss in Thailand angemeldet sein und man muss in Thailand Steuern bezahlen. Also wenn jetzt jemand seit 5 Jahren hier ist, aber keine Steuern bezahlt, dann wird die Bewerbung nicht zugelassen. Dann natürlich 18 Jahre alt sein, also volljährig. Dann sollte man keine Vorstrafen haben.
weder hier in Thailand noch in seinem Heimatland. Also man muss da dann auch Strafregisterauszug beilegen. Und man muss ein gutes bzw. positives Verhalten haben. Wie wird das überprüft? Man wird Freunde von euch, thailändische Freunde, müsst ihr mitbringen, das kommt nachher noch, und die müssen dann auch bestätigen, dass ihr ein entsprechendes Verhalten, also ein gutes, vorbildliches Verhalten habt. Dann, ihr müsst die thailändische Sprache beherrschen. Und da ist vorgegeben, in Sprechen, Hören, Verstehen. Also Schreiben ist nicht zwingend. Sprechen, Hören, Verstehen, warum und was das auf sich hat, das kommt auch gleich. Dann müsst ihr die Nationalhymne von Thailand singen können. Und zwar ist das die Nationalhymne, die ihr auch im Kino jeweils hört. Also wenn ihr in Thailand ins Kino geht, dann müsst ihr ja ziemlich am Anfang müssen alle aufstehen, wenn der König kommt und die Nationalhymne gespielt wird. Und genau diese Nationalhymne, die müsst ihr auswendig können und singen können. Dann müsst ihr auch die finanziellen Anforderungen erfüllen. Finanzielle Anforderungen meine ich jetzt nicht, dass ihr für das, die Staatsbürgerschaft extra irgendwie spezielle Summen haben müsst, nein, sondern ihr lebt ja bereits in Thailand, das ist ja die Voraussetzung, und dass ihr ja hier leben könnt, habt ihr ja je nach Visatyp bereits finanzielle Anforderungen. Also für diejenigen, die verheiratet sind, die haben die 400.000 Baht auf einem thailändischen Konto oder ein monatliches Einkommen von 40.000 Thai Baht, also das ist damit gemeint, einfach die Visumsanforderungen, die müsst ihr natürlich erfüllen. Dann das Prozedere, das ganze Prozedere, das kann 2 bis 5 Jahre dauern und es spielt ein bisschen eine Rolle im ganzen Prozess, ob ihr verheiratet seid oder ob ihr in Thailand mit einer Work Permit arbeitet. Wenn ihr nicht verheiratet seid oder auch sonst im Allgemeinen, ihr müsst in Thailand mindestens 3 Jahre gearbeitet haben. Das kommt auch noch dazu. Also für diejenigen, die eine Work Permit haben, die müssen, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es waren vorher 5 Jahre, ich glaube, sie haben es jetzt reduziert auf 3 Jahre, bin mir aber hier nicht ganz sicher, weil man da immer noch unterschiedliche Angaben hört. Aber man muss auch in Thailand gearbeitet haben oder beziehungsweise arbeitstätig sein. Dann, was, wenn man diese Dokumente, die ich jetzt aufgezählt habe, hat, dann muss man sich bewerben. Und man reicht dann die ganzen Unterlagen bei der zuständigen Polizei bzw. beim Polizeidepartment von der zuständigen Provinz ein. Und dann heißt es zuerst einmal warten. Nachher wird irgendwann mal ein Sprachtest folgen. Dazu komme ich auch noch gleich, wenn ich nämlich gleich sagen oder erzählen werde, wie eine Person das Ganze durchlaufen hat, das ganze Prozedere. Und diese Person hat ziemlich genau beschrieben, wie es abgelaufen ist und wie lange es gedauert hat. Also es gibt einen Sprachtest, es gibt den Part, wo ihr die Nationalhymne singen müsst und am Schluss müsst ihr natürlich einen Eid ablegen. Okay, ein Amerikaner hat das ganze Prozedere geschildert und er schildert das folgendermaßen. Zuerst, wie bereits erwähnt, mit sämtlichen Dokumenten beim zuständigen Polizeidepartement in der Provinz, wo ihr euch aufhält, vorbeigehen und die Dokumente einreichen. Da kriegt ihr natürlich noch Haufen Papiere, die ihr dort ausfüllen müsst, vor Ort. Dann müsst ihr eine Gebühr von 5.000 Thai Baht bezahlen. Das ist die Gebühr, dass ihr diesen Antrag stellen könnt. Das Geld kriegt ihr auch nicht mehr zurück, wenn oder falls der Antrag abgelehnt wird. Dann werden dort Fingerabdrücke genommen von euch. Und ihr müsst dann auch noch diverse Formulare unterzeichnen. Sind dann irgendwelche Formulare, wo ihr über was informiert wird, über Rechte und Pflichten etc. und müssen die einfach mit eurer Unterschrift bestätigen, dass ihr diese gelesen und verstanden habt. Dann müsst ihr zugleich 2
Thailänder mitbringen als Zeugen, die bestätigen können, dass ihr gut integriert seid und dass ihr ein angemessenes Verhalten habt, also anständige Menschen seid, die sich auch korrekt, höflich und respektvoll verhalten. Dann müsst natürlich auch, wenn ihr verheiratet seid, ist die Ehefrau, die muss auch dabei sein und eben auch sozusagen dafür bürgen, dass ihr es verdient habt, die thailändische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Dann mit allen Dokumenten, die werden dann angeschaut, werden dann überprüft, ob alles in Ordnung ist. Und wenn diese Dokumente in Ordnung sind und von der Polizeidienststelle abgestempelt werden, dann müsst ihr mit dem ganzen Dokumentenbündel noch bei der Immigration vorbei. Die müssen das Ganze auch noch überprüfen und bestätigen und dann im Anschluss noch bei der Gemeinde, bei der Wohngemeinde, dort wo ihr gemeldet sind, beziehungsweise dort wo ihr wohnt. Dieser Prozess kann mehrere Tage in Anspruch nehmen. Wenn ihr dann von Immigration und Gemeinde auch alles abgestempelt bekommen habt und es ist alles in Ordnung, dann geht das Dossier wieder zurück zum Polizeidepartement und ihr geht dann wieder nach Hause und dann heißt es einfach mal warten. Bei dieser Person, die das eben schildert, wie das Ganze abgelaufen ist, ging es dann 3 Monate. 3 Monate später hat er einen Brief gekriegt und wurde aufgefordert, wieder bei diesem Polizeidepartement vorbeizugehen, und zwar um dort den Thai-Sprachtest zu machen. Das sei folgendermaßen abgelaufen. Er ist dort angekommen, es waren 5 Leute anwesend und die haben ihm dann auf Thailändisch Fragen gestellt und mit ihm gesprochen. Es waren allgemeine Fragen über Thailand, ein bisschen auch über die Kultur. Geschichte war sehr wenig und es ging eigentlich mehr oder weniger einfach darum, zu erfahren, ob er Kenntnisse hat, wie er sich verhält, ob er kommunizieren kann, die Sprache sprechen kann und, und. Und sie haben dann einen Bogen mit einem Punktesystem und alle Schritte, die ich jetzt eben hier aufzähle, die werden bewertet. Man kann maximum 100 Punkte erreichen und wenn man 50 Punkte erreicht hat, dann hat man schlussendlich auch die Möglichkeit, dann die thailändische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Also das Ziel ist es, 50 Punkte von 100 zu erreichen. Und beim Sprachtest kann man, so viel es mir ist, 15 Punkte holen, also das Maximum. Nach dem Sprachtest wieder nach Hause, 4 Monate warten, wieder eine Einladung zum Ministerium für Innere Angelegenheiten, wo er dann die Nationalhymne singen musste. Und das ging folgendermaßen, also er ist dort angekommen. Die Dokumente, die er vorher eingereicht hat, waren dort. Die wurden dann nochmals überprüft. Man hat die nochmals mit ihm, man ist nochmal mit ihm die ganzen Dokumente durchgegangen, hat überprüft, ob sich was verändert hat oder ob alles noch korrekt ist. Und nachher wurde er in einen Raum geführt, wo 40 Menschen anwesend waren und die meisten waren Polizisten oder auch Leute aus Regierungskreisen. Dann hat er ein Mikrofon gekriegt und musste dort vor allen, eben circa 40 Leuten, musste er die thailändische Nationalhymne singen. Das war nicht ganz einfach, weil er war auch dementsprechend nervös, aber er hat das durchgezogen. Und konnte dann auch im Anschluss die Polizeidienststelle wieder verlassen. Und dann hieß es wieder warten, warten, warten. Circa 2 Monate später bekam er Besuch von der Polizei. Und zwar ging es darum, dass man seine Wohnsituation überprüfen wollte. Also man hat geschaut, ob alles in Ordnung ist, ob er auch dort lebt, wie er sagt. Und alles eigentlich so ist, wie...
wie es sein sollte. Man hat dann auch noch ein bisschen mit den Nachbarn gesprochen, um auch herauszufinden, ob er gut integriert ist oder nicht. Und dann hat er 2 Jahre, wirklich 2 Jahre, nichts mehr gehört. 2 Jahre. Und nach 2 Jahren kam irgendwann mal ein Schreiben, und auf dem Schreiben wurde bestätigt, dass soweit alles in Ordnung ist und dass er in den letzten Prozess für die thailändische Staatsbürgerschaft kommt. Also es ist noch nicht fertig, aber er ist soweit, ist alles gut und es startet jetzt das letzte Prozedere. Das letzte Prozedere war dann 2 Monate, nochmals 2 Monate später, also nach 2 Jahren hat er den Brief gekriegt, dass alles in Ordnung sei. Weitere 2 Monate später wurde er aufgefordert, den Eid abzulegen. Und das musste er auf traditionelle Art und Weise machen. Also er wurde da vorgeladen, zu kommen mit einer Kerze, mit einer Blume, ich glaube eine Lotusblume. Und ja, da waren noch ein paar Sachen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall halt so, wie man, wenn man gegenüber Buddhisten in einem Tempel einen Eid, oder beziehungsweise wenn man beten geht. Genau so diese üblichen Utensilien, die ihr meistens in den Tempeln seht, die musste er mitbringen. Und natürlich picobello gekleidet. Und ja, dort ist er dann hingegangen, es waren Mönche anwesend und er musste dann dort offiziell den Eid ablegen auf die thailändische Verfassung und natürlich auch auf den König. Dann, als er das gemacht hat, also das Prozedere ging dann noch weiter, da war er dann aber nicht mehr involviert, sondern das Dokument oder das ganze Dossier, wenn es dann soweit bewilligt ist durch die zuständigen Behörden, werden dann dem König vorgelegt oder dem Königshaus, und das Königshaus muss dann bestätigen, dass du eingebürgert werden kannst oder nicht. Also das wird von höchster Stelle entschieden, gemäß seinen Aussagen. Und dann hat es nochmal circa ein Jahr gedauert, bis er dann wieder einen Brief bekommen hat. Und auf dem Brief stand dann so mehr oder weniger, Zitat, herzlichen Glückwunsch. Sie haben die thailändische Sie sind ermächtigt, die thailändische Identitätskarte und einen thailändischen Reisepass zu beantragen, und hat dann gleichzeitig auch das Formular gekriegt, damit er bei seiner Gemeinde eine thailändische Identitätskarte als erstes beantragen kann und somit offiziell die thailändische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Also, ihr seht, das Prozedere ist eigentlich nicht mal so schwierig, aber, also abgesehen natürlich von der thailändischen Sprache, ich denke, das wird für die meisten von uns der schwierigste Teil sein, dass man da wirklich auch die thailändische Sprache gut beherrscht und dann dementsprechend auch auf alle Fragen antworten kann. Und das Zweite, was natürlich auch nicht ganz ohne ist, sind die langen Wartezeiten. Also man spricht hier von 2 bis 5 Jahre Wartezeiten, bis man die Staatsbürgerschaft kriegt, ab dem Tag, wo man sie beanträgt. Man darf aber ja nicht vergessen, dass man ja vorher noch 5 oder 3 Jahre, je nachdem, ob verheiratet oder nicht, in Thailand leben muss. Also es kommt ja dann auch noch dazu. Also für diejenigen, die jetzt nach Thailand einreisen und irgendwann im Sinne haben, die thailändische Staatsbürgerschaft zu erlangen, da könnte es 10 Jahre dauern. Also zwischen 5 bis 10 Jahren. Na, sagen wir mal 7 bis 10 Jahren ist etwa realistisch. Und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, Thailand erlaubt sogar westlichen oder Menschen aus westlichen Staaten, dass man, auch wenn man die thailändische Staatsbürgerschaft bekommt, dass man seinen Reisepass ebenfalls noch behalten darf. Also doppelter Staatsbürger bleiben kann. Also man hätte dann die thailändische und die Staatsbürgerschaft von seinem Heimatland. Aber eben dazu gibt es eine Liste
wo drauf steht, welche Länder hier zugelassen sind für das. Und da empfehle ich einfach, wenn jemand dann Interesse hat, die thailändische Staatsbürgerschaft zu beantragen, dann soll er dort einfach nach den aktuellen Informationen verlangen und dann wird er auch sehen, ob das für ihn geht oder nicht. Gut, dann Vorteile, haben auch viele gefragt, bringt es überhaupt was, warum soll ich den die thailändische Staatsbürgerschaft annehmen? Es hat natürlich sehr viele Vorteile, vor allem für diejenigen, die in Thailand leben möchten und hier bleiben wollen. Nämlich, ihr könnt dann Land erwerben, ihr könnt hier arbeiten. Also eigentlich, ihr habt die vollen Rechte, wie jeder andere Thai auch, ist ja klar. Gut, dann wären wir am Ende des heutigen Videos. Wie immer, gerne eure Kommentare. Und lasst mir einen Daumen hoch da, wenn die Informationen hilfreich waren. Und denkt daran, wenn ihr Informationen benötigt, dann fragt immer dort dann bei den zuständigen Amtsstellen. Dann werdet ihr bestimmt auch die richtigen Informationen kriegen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Da wird es jetzt ein bisschen rumpelig bei mir. Passt. Okay. Tschüss. Ciao, ciao.